Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Englisch. Jo Leute, wir schauen jetzt mal heute rein, was gibt's hier so aktuell im Shop. Hier haben wir ein Mamas Almutsche Geheimlicher Tulle. Den Mythic Professor Farnsworth. Oh, der ist nicht so schlecht. So, aber ich halte halt von dieser Box nicht so viel. Jetzt haben wir nur noch die Rock Musical Tire Box aktuell hier mit Musical Linda, K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Marbo, Troubadour Jeff, Mac Griffin. Wie immer nicht zu verachten, Sing a Swing. Und diesen ganzen Kombos da. Ja, wo ist denn die One-Man-Tire-Box? Die One-Man-Tire-Box ist leider schon raus vor der Rock-Musical-Tire-Box. Bisschen schade, aber na gut. Dann haben wir das Mythic Farnsworth-Pack mit Professor Farnsworth, den es auch in Mamas Almutsche-Geheimnis-Schatulle gibt, Rooftop Drunk, Thunder Cocktails, Party im Biertank und Peter. Ja, und jetzt startet ja demnächst am 28., also morgen, startet ja der Drunk BG. Und dann werden diese Karten hier langsam interessant werden, ne? So, die ganzen Drunk-Karten. So. Effekt übrigens für den Drunk BGE sind Gas und Blutsauger, Gas und Leech. 50% vom Attackewert, vom Basis-Attackewert. Und da muss man natürlich schon sagen, schaut euch das an. Hier 75833. Also erstmal Angriff. Hier geht bis 8 hoch bei Time for Hard Liquor. Hier geht es auch nicht besonders hoch bei der Slewback. Also die meisten Drunk-Karten haben tatsächlich den Nachteil, dass sie jetzt nicht gerade die Meister in der Attacke sind. Ja. So, 3, das hier bleibt auch da. Ne, die Kreissäge ist ja Schrott. So. Tja. Das hätte ich bei so einem gemaxten Betrunken auf der Arbeit. So, also nehmen wir uns mal dieses Beispiel hier vor. Betrunken auf der Arbeit. So, hier haben wir einen 10er Angriffswert. Bedeutet, wir hätten jetzt zu diesem 10-fach Gas noch 5 Gas drauf. Das heißt, wir hätten dann 15-fach Gas. Und wir hätten 5 Leech-Punkte. Und da muss ich sagen, das klingt im ersten Moment mega viel, 50%. Aber wenn man sich tatsächlich das anschaut, was es hier bedeutet, de facto, dann ist das jetzt nie so krank, wie es erstmal klingt. Zeit für hartes Reserve-Slewback, Kleins Bier, Absinth, Kreissäge und Hank Hill in der Time for Hard Liquor Box. Habe ich euch irgendwann schon gezeigt. Jo. Dann sind wir hier auch schon in der Combo Mastery angelangt, aber wir werden uns das genauer dann anschauen, sobald es soweit ist. Mit dem Drunk BGE. Wenn wir mal so ein paar Karten raussuchen, die auch wirklich mega stark sind. Und wo sich eventuell das auch dann lohnt. So, hier ist Stevie Wonder Bra. Stevie Wonder Bra ist das da. Zeige ich euch jetzt mal. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, das Stevie Wonder Bra? Da ist er doch, das Stevie Wonder Bra. Da ist er. So, da ist ein Steve Smith und dann haben wir die Push-Ups. Und da kommt dann hier Cripple All raus. Komm, wir können es auch nochmal maxen, damit man auch nochmal besser sehen kann, ob sie es gemaxt. Das lohnt sich auch nicht. Also, da können wir unsere Gems sparen. Buddy, Paint, Date ist eine ähnliche Geschichte wie das da. Auch hier haben wir wieder nur, ja, wir haben halt ein Schild und wir kriegen Angriff mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Macht eigentlich eh nur bei der Buzzsaw Sinn. Und ja, also ich halte von dem Ding leider nicht wirklich viel. So, dann sind wir hier schon durch. Und dann haben wir hier die nächste, die ist allerdings jetzt richtig geil. Herr José Servo. Das Problem wird sein,
die passenden Karten dazu zu bekommen, weil die sind nämlich gar nicht so oft zu kriegen. Ja, sind schon etwas älter, aber zählen schon zu den seltenen legendären Alkoholkarten. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. José Servo ist schon ziemlich geil, hier auch mit einem normalen Leggy-Bänder. Hier mit Spring Break Shots, Jelly Bean Schnaps, Welcome Mojitos und Thunder Cocktails. Ja, mit Welcome Mojitos könnte ich ihn zum Beispiel machen. Rauskommt auf der rechten Seite hier 18-fach Angriff, 17-fach Punch, 22 Leech, 74 Leben. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel, das ist eine Drunk-Combo. Ja, da könnte es unter Umständen eben schon ein bisschen interessanter werden. Also, dann gehen wir mal davon aus, das Ding hier hat jetzt 18, 17. Wir würden jetzt hier mal 10% draufklatschen. Also erstmal bei 50% Gas und 50, was ist denn da heute mit der, die Kamera, die mag mich heute irgendwie nicht. So. Bei 50% Gas und 50% Leech vom Angriffswert wären das hier 9 Stück mit hinzu. Das heißt, wir hätten 9-fach Gas noch auf der Karte mit drauf und nochmal ein, also insgesamt 31 Blutsauger. Das ist grüne Ding da unten. Ja, wenn wir jetzt hier mal 10% draufrechnen würden, dann wären wir bei 19 Punch. Nur den Burger da oben, der ist wieder eingeschränkt, den lasse ich mal jetzt außer Acht. Das kann natürlich auch hilfreich sein, aber na, dann haben wir Leech. Das sind da 24 Leech, 19 Punch, 24 Leech, 20 Angriff. So, jetzt haben wir bei 20 Angriff. Also das bedeutet, jetzt guck mal, wir kriegen 2 Angriffspunkte mit hinzu. Und 50% Gas. Das heißt also, wenn wir 10% mit drauf holen, kriegen wir nochmal einen Gaspunkt mit hinzu und nochmal einen Leechpunkt mit hinzu. Das heißt, wir wären so bei 20, wenn wir es sogar zweimal machen könnten, wären wir bei 22-fach Gas. Wenn wir 11, 22-fach Angriff, dann hätten wir 11-fach Gas. Und 11-fach Ding mit hinzu, dann hätten wir 33 schon Blutsauger. Ne? 33 Blutsauger, 11-fach Gas. Nee, ja, sogar noch mehr. Weil du musst ja noch rechnen, wir jetzt ja sowieso 24, 26, 26, 26, 37 Blutsauger. Oh, 37 Blutsauger. Also der José Servo würde sehr, 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 also der wird ja bombastisch schwer klein zu kriegen sein. Das muss man wirklich sagen. Also da musst du schon was dann haben mit einer starken Mauer oder so, damit er wenigstens seinen Angriff nicht anbringen kann, weil dann funktioniert der Blutsauger auch nicht. Aber jetzt nur mal durchgespielt. Du packst hier 20% drauf. Dann hast du, wie gesagt, 22 Angriff. Mit denen musst du in irgendeiner Form Schaden machen. Und dann hast du da unten einen Blutsauger von 37. 37 Blutsauger. Und 21 Punch. Wow. Also ich würde mal sagen, das Ding gilt für mich. Also ich werde jetzt hier mal ein bisschen was reinpushen in den José Servo. Und den kaufe ich mir jetzt mal hier. Hoffentlich bereue ich es nicht. Ich mache jetzt nur 10%. Weil bei mir macht es jetzt, ich habe, wie gesagt, ich habe nur die eine einzige Combo mit Welcome Mojitos. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes jetzt, was eventuell für mich mehr Sinn machen könnte. Wenn ich da jetzt müsste ich nochmal 2000, 3000 reinklatschen, also 1500, 2000, 3500, dann könnte ich mir gar keine Combo mehr holen. Also lieber jetzt mal nur 10% hier rein. Aber ist auf jeden Fall interessant. So, dann haben wir hier den Soda Chugger.
Und der Soda-Chaka ist, ja, ne. Ist eine Kombo, die habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Und, gucken wir mal. Das ist diese da. Das sind tatsächlich die einzigen beiden Möglichkeiten. Und das auch nur wegen dem Epic und Mythic, Luis. Also, ja, es ist ein Slurm. Es ist eine Slurm-Kombo. Müsste dann Addicted sein. Da seht ihr jetzt auch mal, so könnte ein Addicted-Deck aussehen. Mit Slurms. Soda Jugger. Ja, da hast du dann Cheers und dann hast du da oben 11 Angriffspunkte, wenn eine Kombo gespielt wird, mit hinzu. Und das war es dann auch schon. Jo, also, meine Empfehlung für diejenigen, die den Bender im Deck haben. Und je nachdem, ihr müsst halt eine dieser vier Kombos haben, ansonsten macht es ja keinen Sinn. Ihr müsst entweder Springback Shots haben, Jellybean Schnaps, Welcome Mojitos oder Thunder Cocktails. Und natürlich auch erforscht, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Und ja, dann holt euch tatsächlich den Jose Servo. Wenn ihr mehr hier von dem Zeug habt, dann holt ihn euch von mir aus gleich dreimal. Die 20% würden dann sogar Sinn machen. Jose Servo wird auf jeden Fall eine der gefährlichsten Kombos im Drunk BGE werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil das Ding, wenn der, ey, der puncht die ganze Zeit, ja, der, und den kriegst du nicht mehr klein. Wenn der 37 Blutsauger hat, kriegst du das Scheißding nicht mehr klein. Wie willst du denn da gut? Der hat sowieso schon dann über 80, 90, Gott, wie viel Leben? 90 Leben fast, ja. 920% drauf klatscht. Und dann mit 37 Leech Blutsauger kriegst du den nicht mehr klein. Den kriegst du nicht mehr vom Feld weg. So, und dann kommt er ständig mit seinem scheiß Gas und so weiter. Das heißt, das Ding, das wird richtig bitter werden. Da können wir uns auf was gefasst machen. Ja, war vorher schon heftig. Also, wenn er schon einen 25 Blutsauger hat oder sowas, ist das schon krass. So, also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt. Animations Roll On mit Miniman gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.